Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ich stehe gerade vor meiner neuen Spielhalle. Die kann ich aber erst in einer Online, also in einer öffentlichen Sitzung, fortführen. Und ich habe mich ein bisschen informiert, wie ich mein Geld investieren soll. Und habe da was entsprechend gefunden. Und zwar auf Dynasty 8 gibt hier Büros. Dort kann ich dann auch CEO werden. Und ich würde sagen, wir holen uns den Maze Bank Tower für 4 Mille. Und dann noch ein bisschen mehr wegen der Einrichtung. Aber das hier sieht doch auch ordentlich schick aus. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendeinen Unterschied gibt, wenn ich Pech gab, ne? Aber ich muss sagen, das sieht schon echt bequem aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir bequem oder teuer einrichten soll, aber ich werde es wahrscheinlich so nehmen. Weil, ja, sieht jetzt hier nicht. Das kostet zum Beispiel 1 Mille. Ach, Moment mal. Hier kann man auch an... Obwohl, das finde ich auch eigentlich ganz... Ich denke mal, das nehmen wir. Personal. Männlich, weiblich ist mir eigentlich egal. Im Geschäftsleben auch. Hä? Wo ist der Unterschied? Ach so, Assistent und Assistentinnen. Ja, nehmen wir einfach eine Frau, fertig. Name. Ja, da meine QE-Police heißt, kann ich das... Ah, die Organisation, wie nennen wir uns denn? Teddy GmbH. Wow. Das ist ja... Okay, das sieht schon nice aus. Die anderen sprechen mich jetzt nicht wirklich an. Ich würde sagen, wir nehmen das eine hier, genau das. So. Ey, schwarz sah eigentlich schon recht gut aus. Obwohl, ich würde sagen, wir nehmen, machen das einfach Police, wie ich das hatte. Und dann, weil ich habe ja auch meine ganzen Fahrzeuge im Polizeistyle wegen LSPDFA mal gemacht. Waffenschrank brauchen wir natürlich. Tresor, warum nicht? Ein Wohnbereich, aber sowas von. Und 6,65 Mille. Ja, nehmen wir mit, ne? Neues CEO, Fahrzeug freigeschaltet. Volatus. Garage kaufen. Wegpunkt 6. Ach, hier kann ich auch noch eine Garage kaufen. Okay, Innenraum. Oh, das sieht doch richtig geil aus. Beleuchtung. Sieht schon schick aus. Was ist das? Sieht ja mal richtig billo-mäßig aus. Glaube, ich werde mir das hier nehmen. Logo. Baum 1A. Okay. Nehmen wir. Eine zweite Garage. Ja, warum nicht? Hinzufügen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal so viele Autos. Aber machen wir einfach mal, ne? So, machen wir das auch so. Beleuchtung. Hatte ich, glaube ich, die Beleuchtung ausgewählt. Ach so, das sind die Garagen. Ah, okay. Dritte Garage hinzufügen. Warum hat die erste Garage mehr gekostet? Das ist komisch, ehrlich gesagt. Aber habe ich auch kein Problem mit. So, die dritte Garage machen wir auch so. Oh, 3A Tuning-Werkstatt tun wir auch hinzufügen. Das sind ja hier alles schön aufgemotzt haben. Das. Was soll das darstellen? Okay. Geld. Ja gut, das sieht jetzt nicht so nice, ehrlich gesagt, aus. Ey, hier gibt es auch nur Müll. Ach komm, nehmen wir das. Und dann kaufen wir nochmal für 5,32 Mille das hinzu. Okay. Dann Transaktion wird bearbeitet. Mach gut. Ja, dann gehen wir mal zurück zur Kasse.
zur Kasse, zur Karte. Und dann herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Willkommen bei der wahren Elite. Durch den Kauf Ihres Büros können Sie jetzt jederzeit und solange Sie wollen CEO werden und damit Zugriff auf unser exklusives Logistiknetzwerk erhalten. Das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir vielleicht so 50 oder mehr. Oh, meine Assistentin. Freut mich auch, sie sah ein bisschen anders aus als auf dem Foto, aber ist mir auch recht egal, sie sollen ja nur arbeiten. Ja, Boss werde ich jetzt hier genannt. So cool bin ich jetzt inzwischen. So, begeb dich zu deinem Büro, um Zugriff auf das Logistik-Netzwerk von Security Theft zu erhalten. Diese Software ermöglicht es dir, in ganz Los Santos Lagerhäuser zu kaufen, mit denen du Spezialfracht kaufen und verkaufen und Fahrzeughandelaufträge starten kannst. Vorlesen und gleichzeitig Auto fahren, das mache ich, denke ich mal, gut. Du kannst Mitarbeiter über die Option Security Safe CEO im Interaktionsmenü einstellen. Angebote können an alle Spieler in der Sitzung gesendet werden und auch Mitglieder gegnerischen Organisationen. Bin ich in der falschen Etage oder wo muss ich hier lang? Ich würde sagen, ich fahre einfach mal nach oben, weil hier scheint es nicht wirklich hereinzugehen. So, Geisterfahrer, Achtung, ich bin reich, ich darf das, ich kann mir das leisten. Ah ja, ich glaube, genau, das hier ist der Maze Bank Tower. Oh, halt doch nicht so rum. Und hier ist meine Tiefgarage, da werden wir jetzt mal kurz unser Auto parken. So. Wir nehmen einfach mal die Firmengarage 1. Ist mir eigentlich relativ egal, Platz ist genug da, Autos viel zu wenig. Die kommen hinterher nach dem Business. Ui. So. Lässt sich's leben. Aber hat doch genug gekostet. Das ist bis jetzt mein teures Business. Teuerstes Business. Um die Garage zu verlassen, lauf zum Ausgang oder steig in ein Fahrzeug und fahr hinaus. Nee, danke. Oh, jetzt muss ich erstmal mir hier die Aussicht genießen. Ja. Abgesehen davon, dass hier unten noch was ist und mir ein bisschen die die Dings versperrt, sieht der Ausblick schon ziemlich scheiße aus. So. Ich möchte Büro zu Fuß verlassen. Ja, ich gehe einfach mal ins Büro. Deshalb sind wir ja auch hier. Nicht mal eine Animation. Willkommen in Ihrem Büro, Boss. Ich bin Ihr neuer Execute Assistant. Ich bin hier, um das Leben so einfach wie möglich zu machen und Ihnen bei der Leitung zu helfen. Der Erholungsbereich und Pausenbereich mit direktem Durchgang zu den Büroräumen. Wir haben alles, was sich ein moderner Manager nur wünschen kann, um eine Firma aufblühen zu lassen. Das wäre der Konferenzraum, ein Waffenschrank und der Tresor. Das sind meine Privaträume, wo ich mich ausruhen und für Meetings frisch machen kann. Und das Geschäftsterminal, das Wichtigste vom ganzen Büro, weshalb wir hier sind, wegen dem Logistiknetzwerk von Security Surf. So, that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need. Aber schick ist angezogen. Oh, da bin ich in meinem Büro von der Fake Polizei. Oder von. I don't got time for pleasantries. Just get the job done. Boss, there's an update on SecuroServe. Ah, okay, ja, ich kümmere mich drum. Nachdem ich erstmal gesoffen habe. So, das sind meine Privaträume. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, ich kümmere mich drum, versprochen. Nachdem ich mein Büro hier und meine Privaträume und hab, das sah gerade so aus, als hätte ich zwei Toiletten hier. Okay, sieht doch ganz nett aus. Und der Ausblick sieht auch schon mal viel besser aus, muss ich sagen. Da können wir auf die ärmeren Leute runterspucken. Da ist die IAA, da müsste das FIB genau sitzen. Und hier auf Augenhöhe sitze ich auch noch. Dann setzen wir uns mal hier erstmal schön hin. Und schau mal, was uns Security Chef hier so tritt einer öffentlichen Sitzung bei um. Ach komm. Ja, nee, kein Bock. Das machen wir dann eben ein anderes Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen,
sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.